Kacke! Gib mal die Kacke! Diesmal nicht 1000 Tode. Hundert Tode vielleicht. Ein bisschen Schnee gibt es ja auch noch. Juhu! Following Austrian royalty. Krasseste Signature ever. Mitten drinnen im British Late Rain. Wetter geil, gute Stimmung, was will man mehr? Radfahren. Alter Schwede, das ist so staubig! Jo Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 des Glamrad Festival Vlogs von Saalbach. Für die, die neu dabei sind, gleich mal ein Abo hier lassen. Die anderen auf jeden Fall auch ein Like, ein Kommentar. Und there we go! Juhu! Ah, scheiße! Ready? Let's see what you got. Alter, der schießt mich ab! Guten Morgen, Leute. Guten Morgen aus Saalbach. Tja, bin hier am Schneiden, E-Mails beantworten. Das hier ist mein Zimmerchaos. Ich bin einfach ein Mensch, die in ein Hotelzimmer reinkommt und es jedes Mal schafft, das binnen 5 Minuten einfach in einem Chaos ausarten zu lassen. Aber heute geht es definitiv auch noch ans Radfahren. Es wird heute eine Signing-Session geben bei Radon. Jo, ich freue mich. Hier wird fleißig Lift oder Gondel gebaut. Und das hier ist die Gondel, die hochgeht dieses Jahr zum Hackelberg-Trail. Und nur nach 3 Stunden Schlaf bin ich noch nicht ganz auf der Höhe. Aber ich bin jetzt spontan bei einem Ride mit dem Richie dabei. Und hab da natürlich nicht Nein sagen können. Ja, und wen habe ich hier schon wieder gefunden? Ich habe es zur Gondel geschafft, rechtzeitig. Und ja, das hier brauche ich jetzt. Das war definitiv nur circa 3 Stunden Schlaf. Ich habe immer das Problem, ich schlafe dann generell schlecht, wenn ich irgendwo bin. Und ich wache irgendwie so spätestens um 6 Uhr morgens auf und kann nicht mehr einschlafen. Selbst wenn ich bis 4 Uhr morgens weg bin. Und das ist super nervig. Yo! Hackelberg Trail once again. Es ist halt so easy, wenn hier einfach nur die Gondel hochfährt. Man muss nicht nach Saalbach treten. Wetter mal wieder mega episch und ja, dranbleiben. Mittendrin im British Late Rain. Leute, ich kann es nicht oft genug betonen, aber dieser Ausblick ist einfach schon allein deswegen muss man hierher kommen. Das macht
Trail, man nennt ihn auch den Plattenberg Trail. Ist er, gehen heute für mich zwei Wünsche in Erfüllung. Eine Abfahrt mit dir und eine Abfahrt mit Richie Schley. Ja? Yay! Yeah. Dafür gibt's einen Check. Ja. Also, falls ihr denkt, das ist staubig, es ist wirklich sowas von staubig. Krass, aber es geht trotzdem mehr gut zu fahren. Also Hackelberg ist... Ich bin gerade am Weg zu meinem Hackelberg-Ride mit euch. Bin schon ein bisschen nervös, bin gespannt, wer dabei ist. Ich freue mich auf jeden Fall. Das heißt auch, dranbleiben für euch. Yo, gerade am Weg zur Gondel. Mega cool, dass so viele Leute gekommen sind. Und wir gehen jetzt den Hackelberg-Trail fahren. So crazy. Mega krass. Die alle hier fahren jetzt mit mir den Hackelberg Trail. Seid ihr stoked? Ja. Ich freue mich mega. Ja, am Gipfelkreuz, Wetter geil, gute Stimmung, was will man mehr? Radfahren. First Miss Peaches Ride in the History. Alter, der Mega Train. Yeah! Woo! Nice! Woo! Whoop, whoop. Thank you.
am Huckleback Trail. Es gibt sogar Stau mittlerweile, also sprichwörtlich und wortwörtlich wirklich Stau. Ich würde es ziemlich feiern, wenn ich so ein Fähnchen hätte. There we go. Tja, mehr Stau. Mehr Stau, mehr Stau. Danke fürs dabei sein. Yes. Geil. Das ist wirklich Eat Dirt. Inhalieren. Also falls ihr denkt, vorhin es war schon staubig, hier, das toppt einfach alles. Boah, diese Bremswellen. Ich sehe nichts mehr! Danke, danke, danke! Viel Spaß noch und bis später vielleicht. Viel Glück! Danke! Hau rein! War's auch schon wieder mit dem Glamrad Festival in Saalbach. Schreibt mir doch mal, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich habe mich mega gefreut. Der erste Miss Peaches Ride. Ich finde, wir sollten das in Zukunft öfters machen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Video ihr euch als nächstes wünschen würdet, also welches Thema. Ich denke, so ein Bike-Check ist demnächst mal dringend fällig, aber schreibt mir doch mal eure Ideen. Bin mega gespannt darauf. Auf jeden Fall, Leute, mal wieder danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.